Woche der FED und der Notenbanken allgemein haben wir ja gut überstanden. Es gab nicht so wahnsinnig Beeindruckendes. Immerhin, die FED hat die lockere Geldpolitik beibehalten. Das haben die Märkte dann erst einmal ein bisschen gefeiert. Aber schon steht das nächste Ereignis vor der Tür. Präsidentschaftswahlen in den USA. Ist zwar noch ein bisschen hin, aber in der nächsten Nacht gibt es das erste TV-Duell zwischen Hillary Clinton und Donald Trump. Und daraufhin fiebern die Märkte nun schon. Willkommen zu dieser Sendung. Ja, es wird ganz einfach die Frage sein, kann Hillary Clinton punkten, also bei den Zuschauern vor allem? Das wäre für die Börse sicherlich gut. Oder verstrickt sie sich in ihren vielen kleinen Affären, die sie so in den letzten Jahren schon hatte und von denen immer wieder was Neues herauskommt. Mal sehen, was Donald Trump vielleicht auch noch herausgefunden hat und heute als Bombe platzen lässt. Das könnte dann also ziemlich ärgerlich werden. Wir haben ja das Problem, dass die Amerikaner im Prinzip eine Wahl haben zwischen Pest und Cholera. Donald Trump sehr impulsiv, von dem man nicht so richtig weiß, wohin der Weg führen würde, wenn man ihn wählt, wenn er das umsetzt, was er erzählt. Man kann die ganze Welt wohl schon mal den Atem anhalten. Hillary Clinton ist jetzt auch nicht unbedingt was erfrischend Neues, ist eigentlich das Establishment, und zwar das ziemlich verbraucht ist. Und das ist nicht einfach für die Amerikaner. Und ich glaube, dass der Wahlkampf noch nicht entschieden ist. Schauen wir ganz einfach mal und schauen wir mal auch jetzt als nächstes mal erst einmal auf die Daten des heutigen Tages. Viel gab es da nicht, aber das, was es gab, das war schon ziemlich beeindruckend. Der IFO-Geschäftsklimaindex aus Deutschland, 109,5, das ist der höchste Wert seit Mai 2014. Und Neubauverkäufe aus den USA, 609.000, da habe ich irgendwo gelesen, nicht ganz so schwach wie befürchtet. Ich weiß nicht, was daran schwach ist an 600.000 Neubauverkäufen. Das ist der zweithöchste Wert seit November 2007. Nur im Vormonat hatten wir noch ein bisschen mehr. Also man sollte mal die Kirche im Dorf lassen. Immobilien allgemein, der Immobilienmarkt in den USA ziemlich gut. Leider ist das von anderen Wirtschaftszweigen nicht unbedingt auch zu behaupten. Das ist das eigentliche Problem in den USA. Dow Jones hat schon am Freitag begonnen nachzugeben und das setzte sich dann heute fort. Und wir sind jetzt langsam aber sicher angekommen am Aufwärtstrend, dem langfristigen, den wir hier im Daily Chart sehr schön sehen. Brechen wir da durch, dann wird es schon sehr interessant. Dann haben wir dann doch irgendwo die 17.900 als nächste Marke, also das September-Tief. Und wenn das dann auch nicht hält, dann sind wir schon durch die Wolke, die bei 17.840 auf uns wartet und könnten dann sogar bis 17.600 Punkte weiterfallen. Das ist das Nächste, was hier passieren kann. Also genauso gut kann natürlich der Dow Jones auch steigen, wenn Hillary Clinton eben der Liebling der Börsen, letztendlich auch der Liebling bei den TV-Zuschauern werden könnte. Schauen wir ganz einfach mal. Das ist, wie gesagt, nicht ganz sicher. Der S&P 500 ist zurzeit im Abwärtstrendkanal. Sieht zurzeit nicht wirklich bullig aus, was der S&P uns hier bietet. Ein Ziel könnte sein, die lange Wolkenlinie, die wir da um den 19. 20. September herum finden. Da habe ich mal die blaue Linie draufgelegt, 2132. Das könnte ein mögliches Ziel der Korrektur sein. Die Rallye ist auf jeden Fall die Rallye von nach der Fällt es auf alle Fälle vorbei. Vielleicht gibt es vorher noch ein bisschen Unterstützung an der Wolkenlinie 22. September bei 2142 Punkten. Wir können natürlich auch bis zum Tief Mitte September fallen, 2115. Also ist noch einiges drin. Da auch der DAX heute deutlich verloren, hat erst einmal ein ordentliches Gap gerissen und ist dann auch... konnte sich auch nicht so wirklich über den Tag wieder ein bisschen erholen oder so. Es geht schubweit so weiter Richtung Süden. Wir haben sicherlich dann noch eine lange Wolkenlinie so bei 10.360, aber ich glaube eher, dass die Unterstützung um die 10.330 zu finden ist. Und dann gibt es noch eine bei 10.250. Das sieht alles nicht so richtig freundlich aus. Es ist also zurzeit eben die Frage, ob die Märkte dann in der Nacht die Drehung schaffen. 3 Uhr beginnt das TV-Duell. Es dauert 90 Minuten. Morgen früh wissen wir mehr. Euro-US-Dollar hingegen hält sich im Prinzip so in etwa an das Szenario, was ich mal charttechnisch gesehen hatte, nämlich überkaufter Status, dann Korrektur auf die 1,1190.
Und dann eben ja, der nächste Schub Richtung Norden. Und das funktioniert eigentlich ganz gut. 1,1280 haben wir schon fast erreicht. Und das Ziel könnte weiterhin so die 1,1360 herum sein. Die 1,1360, das ist ungefähr die Wolkenlinie da, die rote lange vom Juli im Daily Chart. Das könnte also das Ziel weiterhin sein. Was allerdings ein bisschen dagegen spricht, das gibt es auch. Das sind der orangefarbene Kijun und der blaue Tenkan. Der Tenkan deutlich unter dem Kijun, das ist eigentlich kein bullisches Zeichen. Von der Warte aus muss man mal abwarten. Auch hier wird natürlich eine Rolle spielen, wie das TV-Duell entschieden wird. Sollte also Donald Trump gewinnen, dann könnte das für den Euro durchaus weitere Gewinne bedeuten. Heute gestützt wurde der Euro auch von Mario Draghi. Der erwartet für 2016 eine Inflation von nur 0,2%, aber für 2017 schon mit 1,2%. Er geht davon aus, dass die Effekte der gefallenen Ölpreise ja wegfallen werden. Das ist zu erwarten, dass der Ölpreis nochmal um 50% fällt, ist wohl eher unwahrscheinlich. Die Kreditbedingungen hätten sich verbessert, meinte der EZB-Chef, und die Daten sprechen dafür, dass die Wirtschaft widerstandsfähig ist. Das ist doch eine schöne Sache und das ist natürlich auf der anderen Seite auch gleichzeitig die Ansage, zurzeit muss die EZB eigentlich nicht weiter viel tun. Allerdings, die geldpolitische Stützung wird fortgesetzt in diesem Maße, das wir zurzeit haben. Und die Politik muss allerdings das Wachstum selber auch mit ankurbeln, hat er wieder erwähnt. Die Politik vertraut aber offenbar doch Mario Draghi. Man schimpft zwar öffentlich über Mario Draghi, aber offenbar ist man mit der Politik von Mario Draghi doch sehr zufrieden, denn die Politik selber tut gar nichts. So ist das halt. Schauen wir noch schnell auf Euro, britisches Pfund, und da sehen wir auch hier, der Euro heute hat deutlich zugelegt, war sogar schon über der Null. 87, und da war meine Prognose vom Freitag, ist dann durchaus auch eingetreten. Ja, hier sieht es auch nach wie vor durchaus bullig aus, wie wir hier sehen. Allerdings bei 0,8725 haben wir den nächsten Widerstand, das Hoch vom 15. September. Und wenn wir uns auf den Tenkan und den Kijun uns das Ganze hier anschauen, dann sehen wir, der Kijun knickt doch deutlich in Richtung seitwärts weg, und auch der Tenkan wird ein bisschen schwächer. Also hier scheint diese Korrekturkerze, die wir hier im 4-Stunden-Chart sehen, die scheint erstmal der Anfang zu einer kleinen Korrektur zu sein. Solange wir über der 0,8630 bleiben, ist aber keine Gefahr in Verzug. Ja, heute treffen sich auch die OPEC-Länder zu einer Energiesitzung in Algier, wo dann eben am Rande auch die OPEC über die Kürzung der Ölförderung sprechen möchte, aber nicht beraten möchte, wie die Vereinigten Arabischen Emirate nochmal ganz klar sagen. Es wird also keine Entscheidung in Algier geben. Die Sitzung geht bis zum Mittwoch. Mal schauen, was dann insgesamt rauskommt. Wir sehen, dass der Markt doch ziemlich nervös ist. Am Freitag ging es ja nochmal ordentlich mit dem Ölpreis nach Süden. Heute dann deutliche Erholung. Es gab eigentlich jetzt keine neuen Meldungen, dass irgendwie eine Förderreduzierung tatsächlich auf der Agenda stehen würde. Im Gegenteil eigentlich. Aber trotzdem haben wir heute mal schlappe fast knapp 3% zugelegt. Auch der blaue Tenkan ist jetzt wieder über den orangefarbenen Kijun geschossen. Dazu haben wir einen Doppeltop bei 46,50 allerdings, muss man mal schauen, ganz einfach, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Also ob man hier über die 46,50 drüber kommt, das ist für meine Begriffe noch nicht so hundertprozentig gesagt. Was habe ich denn jetzt hier noch geändert? Eigentlich nichts. Gut. Schauen wir nach Japan. Haruhiko Kuroda, der Chef der Bank of Japan, hat sich heute auch gemeldet und hat eingeräumt, dass das Erreichen des Inflationsziels 2% länger dauert als erwartet, und die Bank of Japan wird weiterhin jedes mögliche Instrument nutzen, um zu verhindern, dass die Wirtschaft wieder in eine Deflation abrutscht. Auch die Ausweitung der Aktiva-Käufer, also dieses Quantitative Easing, ist durchaus möglich. Und dann erklärte er noch, die Notenbank werde auch Innovationen schonungslos einsetzen. Das klang für mich ein bisschen nach Kamikaze, da kennen sich die Japaner ja bestens aus. Na dann schon mal gute Nacht. US-Dollar, japanischen Yen hat das nicht wirklich beeindruckt. Das Paar ist heute weiter deutlich unter Druck gekommen und wir sind wieder bei fast einer 100er Marke und somit droht dann weiterhin
noch tiefere Kurse, deutlich unter 100 vielleicht sogar. Wir sind weiter im Abwärtstrendkanal und solange das so bleibt, sieht es nicht so wirklich gut aus für das Vorhaben der Bank of Japan. Kurzer Blick noch auf die Türkei. Moody's hat am Freitag die Türkei von BA1 auf BA3 abgestuft. Das ist dann also Ramschniveau. Nach dem Putsch sieht Moody's die Gefahr abebbender Kapitalzuflüsse und eine Zahlungskrise ist dadurch wahrscheinlicher geworden. Euro-türkische Lira hat das ordentlich gefreut. Da gab es heute einen Plus von 1%. Direkt an den Widerstand von 3,3650. Und wenn wir uns das Ganze im längerfristigen Zeitfenster anschauen, nämlich im Daily Chart, dann sehen wir, dass mit dem Gap dann auch der Sprung über den Abwärtstrend, den kurzfristigen, gelungen ist. Wenn man unten schaut, sieht man, wir haben auch einen Aufwärtstrend, der schon stabiler ist. Und noch ein Blick auf die Deutsche Bank. Die Credit Suisse schätzt, dass die Deutsche Bank eine Kapitallücke von 7 Milliarden Euro hat. Und die Bundesregierung hat inzwischen auf Journalistenanfrage erklärt, dass es keine Finanzspritze geben sollte. Dafür gibt es hier ein neues All-Time-Deep, also ein Allzeit-Tief für die Deutsche Bank. Der Ichimoku ist hier im Daily Chart ordentlich bärisch. Wir sind fast an der 10 inzwischen. Ja, bald wird dann die Aktie einstellig gehandelt. Ist das nicht eine tolle Angelegenheit? Ich warte schon auf die Übernahmekandidaten, also auf die, die dann die Deutsche Bank übernehmen wollen. Es ist schon jämmerlich, wenn man sich überlegt, dass die Deutsche Bank mal der Stolz der deutschen Finanzpolitik war. Lang, lang scheint es her zu sein. Schneller ein Blick auf den Dienstag. Stephen Pollitz von der Bank of Canada spricht, dann gibt es die Minutes, also das Gesprächsprotokoll der vorletzten Zinssitzung der Bank of Japan. Die machen das ja immer erst 6 Wochen später. Dann 3 Uhr, wie gesagt, das TV-Duell von Hillary Clinton und Donald Trump und das OPEC-Treffen ist morgen, geht weiter, geht noch bis übermorgen. Ansonsten nur Daten aus den USA, dabei aber ziemlich wichtige. Das Wichtigste sicherlich das CB-Verbrauchervertrauen. Morgen 16 Uhr und 17:15 Uhr erfreut uns Stanley Fischer vom FOMC auch noch mit einer Rede. Von mir gibt es morgen erst am Abend was. Am Morgen, das muss leider alles ausfallen, weil ich einen Termin morgen wieder habe, wie meistens dienstags. Und ja, danach sehen wir uns dann hoffentlich morgen Abend. Soweit der Markt für heute. Ich wünsche einen schönen Abend. Bis morgen Abend.